Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play angespielt von Average Project Eden. Wir sind eine Security-Einheit, die auf dem Kolonistenplaneten Eden landet, um da für Ordnung zu sorgen. Mehr weiß ich noch nicht. Und das Ganze ist für einen Xbox-Controller anscheinend ausgelegt, den ich nicht besitze. Wir hoffen, dass wir hier mit der Tastatur genauso weit kommen. So, als allererstes, ich war schon mal hier in dem Menü drin gewesen, müssen wir die Musik leiser machen, weil die ist mir echt zu laut. Schwing. Und wir müssen nochmal gucken, was die Controls angeht, weil ich war schon mal drin gewesen und Holstewiepen ist H, das muss ich mir mal merken. Da kam ich nämlich eben nicht weiter. Reload. Okay. Und das hier haben wir auch ein bisschen runtergedreht. So kann das Ganze nun funktionieren. Zurück. Play Game. Normal Mode. Und wir starten. The first habitable planet we've discovered in our galaxy, with a lush environment, unique biosphere, and the first evidence of alien civilization. Thanks to your advanced purchase, our plans for an exclusive luxury settlement are well underway. An advanced team of scientists, mechanics, and construction workers is already planetside, building a network of settlements and cities for you and your fellow colonists. Unfortunately, due to unforeseen complications on site, our official opening date has been slightly delayed. We apologize for any inconvenience. A team of highly trained specialists has been dispatched to Eden to evaluate the situation and restore regular operation as soon as possible. Thank you for choosing Eden Colony and Everreach Industries, putting the stars in reach. Dann mal ab nach Eden. Roger that. Wow! So that's Eden, huh? Really is as beautiful as the brochure makes it out to be. Focus, Jay. We need to find out why the colony communications went dark. Fire? Technical glitches? Corporate sabotage? Just crappy reception? Kid, I don't think they'd be sending in the guys with the guns if it was just crappy reception. We've got a targeting lock from the colony defense systems. Nun gut, das war ein bisschen unspektakulär, aber wir nehmen das mal so hin. Und ja, wie gesagt, einen Xbox-Controller haben wir nicht. Wir spielen das hier mit Maus und Tastatur. Ich hoffe mal, dass das irgendwie gut funktioniert jetzt. Und das Defense-System des Planeten hat uns runtergeschossen. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Use the right analog stick habe ich nicht. Ich nehme die linke Tastatur, okay. Jay stürzt auch ab. Da ist eine Kiste. XP und Energiezellen. Da geht's lang. Kann ich die Waffe ziehen? Ja. Aha. Please identify yourself. Lieutenant Nora Harwood, Everreach Industries, Security Division. Unauthorized user, please remain still. Na danke, ihr sollt stillhalten, wird direkt beschossen. Was soll denn der Scheiß? Okay, irgendwo, schön verbuggt, ich schieße gegen eine unsichtbare Wand.
Auch nicht schlecht. Man sieht die Kugel nicht wirklich. Ich bin dann schon mal tot, glaube ich. Okay, das üben wir nochmal. Aber ich habe eben irgendwie gegen eine unsichtbare Wand geschossen, oder? Nochmal. Ich bin's. Use the right analog stick to rotate the camera. Ja, wir rotaten. Und wir moven. Und ich kann die Waffe nicht mehr wegstecken. Oh, nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal, ob die Kiste wieder da ist. Jay. Jawohl. Open. Ich kann die Waffe nicht wegstecken. Please identify yourself. Haben wir doch eben schon. Du magst mich nicht. Lieutenant Nora Harwood, Everreach Industries, Security Division. Unauthorized user. Please remain still. Irgendwie sind das halt alle Spieler auf dem Thronentrip, kann das sein? So, jetzt nochmal. Weg ist er. Da sind noch zwei Drohnen. Wo ist die letzte da? Also Amüsieren ist echt creepy. Holster your weapon. Wunderbar. Wie kann ich jetzt wieder aufstehen? B, das. Ah, C wie Crouch. Macht Sinn. It's on lockdown. Looks abandoned. Okay. Also, ich kann schon mal, das erste, was ich sagen kann, ist, schießen und anvisieren ist total creepy. Nora, do you read? Nora! Anybody? Jay, you're all right. Nora, Mike. Mike is... I know. He's dead. He was right there. And then he just blew up. One shot, just like that. We can't focus on that right now. We need to regroup. What's your position? I've never seen someone die right in front of me. I can't believe it. He was just... Okay, reden wir mit ihm als Freund oder als Soldat? Wir reden mit ihm als Soldat. Mission Rockwell, report. What's your current status? Sorry, just minor injuries, Lieutenant. The cockpit took the brunt of the impact. You're still in the ship? For now, but with all this damage, there's no way to get it flying again. We need to rendezvous. What are your current coordinates? I don't know. The navcom's destroyed. All I can see through the windscreen's forest. I'm gonna exit the craft and see if I can get my bearings. Make out. Landmarks. Jay? You're breaking up. Jay! Damn it! Something's jamming the signal. Was ist hier nur los? Wird das Signal gestört? Dann gehen wir mal gucken, ob wir unseren Kumpel Jay finden. Was bist du da? Mal gucken, ob die uns angreifen. Hier gibt es Energiezellen und... Oh, okay, right. Alien Wildlife. Hoffentlich sind die freundlich. Wollen wir die mal angreifen? Nö. Wenn die uns nicht angreifen, greifen wir die auch nicht an. Scheint so, als wenn die nichts von uns wollen. Also, wir sind ja tierlieb, ne? Lassen wir die mal in Ruhe. Are those the obelisk? Wow. They're even bigger than they looked in the vids. No wonder Everreach needed archaeologists here. Mhm. Wir laufen mal hier lang. Oh, da wird geschossen. Wow, wow, wow. Hör auf mit der Scheiße.
Da ist noch ein Typ. Level up. Also das Schießen ist irgendwie Kacke. Kann man da was looten? Ja. Munition. Dann laufen wir mal hier lang. Was gibt es da unten? Bevor wir da hochlaufen, gehen wir erstmal unten gucken. Ob es hier was Cooles gibt. Also rennen können wir nur... Oh, das ist ja echt... creepy peepy. Okay, 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 okay. Schwingelding, dann gehen wir da lang. Oh, da sind noch mehr. Sind die böse oder sind die nicht böse? Hold your fire! You're not from Eclipse. Who the hell are you? Lieutenant Nora Harwood, Everreach Security Division. My team and I were shot down by colony defenses. One of my men crash-landed further away. The other didn't make it. Were you the ones who fired on us? No, but I can explain who did. Welcome to Nova Outpost. I'm Lieutenant Abigail Ross, Colony Security and Logistics. Did they tell you much about this place in briefing? Links. I read the reports. Multiple luxury settlements tailored for rich colonists. On the first habitable planet we found in our galaxy. Maybe the only habitable planet besides Earth. Not like you see evidence of alien civilizations anywhere else, right? You mean those obelisks I saw on the way in? Yep, that and the runes. They're all over the place here. But whatever built them is long gone. Hard to believe we have actual proof of alien life now. It's big news. That's why Everreach sent a bunch of archaeologists with the advanced colony team. Someone's got to study what's here. Tell me more about the advance team. They're not colonists? No. None of us could afford it. We're just getting the colony set up. So construction workers, technicians, scientists, you name it. There's about 200 employees working here. So, what happened? Until 2 weeks ago, everything was going great. We set up a bunch of different outposts all over the planet to build the different settlements and carry out local surveying. It was all on schedule, going as planned. And then, one day... without any warning, the main outpost, Eclipse, launched a full-on attack on us. They reprogrammed their drones, jammed all local and interplanetary communications, sent in infantry, you name it. Let me guess, they're the ones who fired on us? Considering they're the ones controlling the big surface terror cannons, I'd say pretty likely. What do they want? Why are they attacking? They haven't said, but, well... Everreach has more than a few corporate rivals that would love to see this colony initiative fail. You're thinking corporate sabotage? Makes sense. Bribery, spies. It's got to be pretty organized to have a whole settlement in on it, not to mention trying to kill us. Ask about Eclipse Outpost, ask about Nova Outpost Eclipse. Do you know what's happening over at Eclipse right now? No clue. We can't even spare a single scout at this point. We're running out of everything. Food, fuel, medical supplies, you name it. We won't last much longer at this rate. Is there anywhere you can find more supplies? There's a construction site a little ways from here that would have some of the things we need. But it may as well be back on goddamn Mars. We can't get to it by foot. And the only vehicle we have that's still running is a single rider hover bike. I'd have to send one person out alone into hostile territory. These people don't have the right military training for field combat. It'd be a death sentence and a waste of resources. I can't make that call. But now, you do have someone with military training. What do you need me to do? Well, I would need you to head over to the construction site and explore the area. Pick up whatever supplies you can find, then bring them back here. Will there be any field support? Well, communications will be jammed, so we can't help you directly. But there is someone who can. Go check in with our technician bot, 73Q. She'll get you set up.
I have to go refortify our positions and check in with the guards. When you're done, meet me in the map room, and I'll give you the coordinates. Gut, wir fassen kurz zusammen. Ein Planet Eden, kolonisiert. Da gab es uralte, hier, diese habt ihr gesehen vorhin, diese Riesentürme, diese, wie nennt man die? Diese Statuen, Dolomiten-Dinger da halt. Uralt sind sie und dann 200 Mann arbeiten da und auf einmal hat eine der Außenposten ihre Drohnen umprogrammiert und hat alle angegriffen. Jetzt müssen wir zu einem anderen Außenposten erforschen, was da los ist, weil hier die alle keine Militärerfahrung haben, ich schon. Und es gibt nur einen Hovercraft, mit dem wir da hinfahren können. Und wir sollen jetzt erstmal mit hier mit Q73 sprechen. Ich nehme an, das ist eine künstliche Intelligenz, die uns jetzt weiterhelfen wird. Das war jetzt so die grobe Zusammenfassung von der ganzen Geschichte. Excuse me, are you 73Q? Affirmative. Scanning unknown user for company identification. Ever reach employee status? Confirmed. Welcome to Nova Outpost, Lieutenant Nora Hardwood. I am Everreach branded technician support platform 73Q. My friends call me 73. Current number of friends is 0. Okay. Abigail told me to report in with you? Affirmative. Lieutenant Abigail Ross. Confirmed new orders. I stand ready to assist you in technical and field support. What kind of field support? I gather communications aren't working. That is correct. Good job. You get a cookie. Huh? Communications are indeed inoperable, but I will accompany you on location to provide local logistics and support. I can also provide relaxing music. Alexa in neu. Are you alright? Ja, das machen wir mal. Are you okay? You seem to be acting strangely. I mean, not to be rude, but are you always this bad at cracking jokes? Checking database. Negative. According to my records, I have only been bad at cracking jokes for 5 days, 6 hours, and 23 minutes. My apologies. A personality module was installed incorrectly and is providing inconsistent feedback for the context, timing, content, and phrasing of jokes. Please disregard all attempts at humor. My primary functions are unaffected. My scan shows you are currently using standard issue Everreach weapon and body armor. With the correct materials and technical skill, this equipment can be upgraded over standard specifications. I know. Usually my technician Jay handles on-the-fly upgrades, but he's not here right now. You are in luck. I am able to interface directly with Everreach equipment and upgrade it using salvaged parts and raw materials. Allow me to demonstrate. Please open your main interface menu. Okay, das Ding möchte ich upgraden, alles klar. Und wir sollen jetzt das Menü öffnen. Das Problem ist, option. Upgrade. This is the upgrade interface. Each node represents a specific upgrade. Each upgrade will require certain materials to complete. You can salvage these materials in the field. When you have the materials, simply select which upgrade you wish me to complete. You already have some materials. Try selecting an upgrade now. Okay, also wir können was upgraden. Armor Piercing Damage. Wie kommen wir? Ich kann mit der Maus nicht steuern, mit der Tastatur. Das Schild lädt schneller nach. Ich komme nicht runter. Ich würde gern runter. Das ist aber echt bescheiden. Ich kann nur links und rechts. Das ist echt blöde. Ah, guck mal, so mit gleichzeitig drücken geht's. Nora's Heals Increase. Also ich muss jetzt den Pfeil hoch und runter gleichzeitig drücken. Links und hoch gleichzeitig. Die kann länger sprinten und jetzt versuchen wir da runter zu kommen. Die Heilung ist schneller und was ist das da? Nora can upgrade her equipment at a lower resource cost. Okay, das finde ich gut. Wir brauchen weniger
Ressourcen und den Rest aufzudingsen. Nehmen wir mal das. Das Problem ist jetzt nur, wie bestätige ich das? Mit E. Was haben wir da? Nochmal. Aha. Haben wir noch mehr Punkte? Den können wir noch ausrüsten. Machen wir das doch mal. Das war's. Wohl. Mehr geht nicht. The upgrade is effective immediately. This will allow for seamless improvements to performance at any time. Recommend we resolve any remaining questions before meeting with Lieutenant Ross. Mm-hmm. We're likely to be going into combat, and I could use an extra gun. Do you have any kind of built-in defensive systems? I am only a technician bot. I was not programmed with combat subroutines or equipped with defensive mechanisms. Yes, but maybe there's something you do have that can be repurposed, like a laser drill or enhanced shielding. I have several screwdrivers. Right. Also das Ding kann nicht mitkämpfen, okay? If your personality module is malfunctioning, why not just stop telling jokes altogether? The module malfunctions result in unpredictable attempts at humor, which override cancellation. Unfortunately, only a full diagnostic can disconnect the module, and that cannot be done with Nova Outpost's equipment. How did you get a screwed-up personality module in the first place? During a recent siege of the outpost, Lieutenant Ross expressed frustration with my default behavior patterns. She cited possible morale issues due to, quote, that damn soulless box of tin. Lieutenant Ross was under much stress at the time. During a lull in combat, she attempted to install this module for more human-like relations. Lieutenant Ross is not a certified Everreach robotic service technician. That'll do. Let's get going. Also die andere Tussi vorhin hat anscheinend da rumgewerkelt an der TUS, an diesem Roboter und hat das wohl falsch installiert und deswegen ist die Personalität dieser Drohne etwas defekt. So, da 25 Meter müssen wir hin. Und das lustige Ding folgt mir jetzt, okay. Hallo, ist das mein neuer Anzug? Lieutenant Nora Harwood, I'm from Corporate. I just arrived with the security detail to investigate what's going on. Oh, thank God. Company Calvary's here. I thought we weren't gonna make it. We still won't. Nora Harwood is the only one who made it to the outpost. Her presence only raises our chances of survival by about 0.5%. Sehr aufbauend. Oh, crap. Still, could use some help anyway. What's the problem? My squad were sent out to set up turrets around the outpost perimeter, you know, to keep those surprise attacks from happening. Anyway, long story short, we screwed up. Got attacked and barely made it back alive. Had to abandon our vehicle and all our equipment in the field. The vehicle's crap, but the power core isn't. We salvaged that. We can use it to power pretty much anything around here. Other vehicles, defense systems, all kinds of stuff. Problem is, Eclipse wants that core too. Their drones have set up force fields around the vehicle and are getting ready to extract it. And since Lieutenant Ross put us all on defense duty, none of us can leave to go retrieve it. But you're not assigned on defense, right? So, get a chance. Could you get that core for us? Sure, machen wir doch. Sure thing. Just send me the coordinates and I'll see what I can do. Also Nebeneinsatz wohl geholt, wir müssen da wohl eine Batterie holen. Dann gehen wir mal dahin. Ist ja nur 150 Meter. Wie läufst denn du da runter? Hast du den Virus geschissen? Was bleibt da stehen? Die Frage ist nur, wie kommen wir hier raus? Na, nachträglicher Mann. Alles gut, du bist aber echt ganz schön dunkel. So. Okay. Also mein kleines erstes Resümee ist, die Steuerung ist echt
bescheiden. Gut, vielleicht ist es auf dem Controller besser zu steuern, aber mit Maustastatur ist das hier gerade mega ätzend. Guten Tag, wir wollen hier raus. Dann begeben wir uns mal. Also gut, rennen kann sie nicht wirklich sehr lange, sehe ich gerade. Mal gucken, ob wir hier lang können. Hier meine Star Wars Gedächtniskugel ist auch dabei. Die verlässt uns wohl nicht. Was steckt denn da am Boden? Schade, dass man sieht die Schussstrahlen, wollte ich sagen. Die, ich glaube, ich dagegen renne, tut weh, hä? Achtung. Ne, jetzt einfach nur eine Wand. Na ja, gut. Man sieht die. Wie heißt denn das verdammt? Gibt's das denn? Die Munition, die Kugeln, die. Ja, man sieht die Schusskugeln nicht. Mir fällt das Wort nicht ein gerade. Ganz schön widerspenstig. Eingesammelt und zurück. Das kann jetzt mal easy peasy. Okay, da können wir nicht runter. Echt jetzt? Echt jetzt? Und nein, soweit ich weiß, ist dieses Spiel kein Early Access. Ich muss das nochmal nachschauen, ob das Early Access ist oder ob das fertig ist. Wenn es fertig ist, ist es nicht gut. Allein das Rumgewackel jetzt hier. Geht so mal gar nicht. Dann kann ich hier nicht laufen. Immer niedere Wände. Das ist nicht schön. Ich hatte ehrlich gehofft, das ist mal wieder so ein cooles Solo-Story-Spiel. Aber Gedanke gut, Umsetzung eher bescheiden. Und die Grafik interessiert mich mal gar nicht. Also wer jetzt meckert, scheiß Grafik, das ist ein Thema für sich. Oh, thanks for bringing that core back. We'll put it to good use. Here, I got some scrap that might be helpful for you. Also, EM-Coils, Energiezellen und der Rest war zu schnell weg. Ich konnte es nicht lesen. Naja, gut. So, und nun, was ist meine nächste Aufgabe, bitte? Ah, wir müssen nach oben. Okay. Hier drin können wir übrigens nicht rennen. Ja, ich hasse sowas. Warum baut man das denn so umständlich, dass ich erst suchen muss, wie ich da hinkomme? So ein Quatsch. Jetzt muss ich gehen weg. Läuft dann da mal hoch und runter, ey. Oh, was gibt's denn zum Essen? Hm, Kartoffelbrei. Hm, lecker, lecker. Und Gehacktfleisch, guck mal hier. Gehacktfleisch, Hackfleisch. Kartoffelbrei mit HG, das wär's doch jetzt mal. Ich krieg Hunger. Hier waren wir doch eben erst hochgelaufen, oder? Hier, der Typ, der läuft da hoch, als wenn er kacken muss, oder? Weg. Geh weg. That's right. Lieutenant Nora Harwood, Security Division. Right. Julian Morgan, Global View News. A reporter? It was your company's idea. They wanted to embed a journalist on the advanced team.
Guess they figured that this place was such a big deal that they wanted the world to know about it. Right. Now I remember. I've seen some of your clips about the colony on the news stream. Yeah, well, I don't think this was the sort of exciting development Everreach wanted me reporting. Not that I can report on much while the communications are jammed. Are you all right? Yeah, it's been a rough couple of weeks, that's all. I've seen Ben through a lot of stuff. I can imagine. It sounds like this has been pretty hellish for all of you. Yeah, it has been. But now you're here. Maybe we can get some answers. Is there anything I can do to help? You can help me get to the bottom of this. What do you mean? An entire outpost has gone rogue and started striking back against Everreach. That's, what, 40, 50 individuals taking part in this mutiny? There is a story there. I want to know more about the people involved in this uprising. Who they are, what they do, what their background is, and how they tie into this. The human beings behind this conspiracy. For that, I need their names and IDs so I can cross-reference them with the Everreach databanks. Home life, previous employment, that sort of thing. While you're out in the field, could you collect some of the dog tags from the Eclipse soldiers? It'd help a lot. All right. Oh, thank you. I'll leave it up to you how you get the tags from them. Gut, nächste Aufgabe. Reporter ist da, der möchte wissen, was hier los ist. Dann finden wir das doch mal raus. Also das war jetzt die Kurzversion, ne? Und wir sollen ihm was mitbringen. Got you set up? More or less. When you're ready to go, activate the map display. It'll give you the coordinates for the site. Aktivieren wir mal. Begin Mission. Geht's. Left Analog. Wir haben ja keinen. So ein cooler Hovercraft. Jetzt haben wir kein Radar mehr, aber... Das lässt sich erstaunlich gut steuern. Oh, Mann. Oh, guck, wir haben Raketen. Okay, so viel zum Thema, es lässt sich gut steuern. Gefühl, dass die ehemaligen Bewohner dieses Planeten hochtechnisiert waren und jetzt gerade unsere Technik umbauen in neue Sachen. Echt jetzt? Das ist nicht nett. No, no, no. Scheiße. Where did this thing come from?
kommt's, Mädel, vom Himmel kommt's. Ist hier nur los? Hallo Xbox-Steuerung. Hallo lange Ladezeit. Das dauert echt lange. Ja, komm, Ladebalken ist fertig. Woran hängt's? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die nachfolgende Sendung verschiebt sich ungefähr um 17 Minuten, weil hier der Ladebildschirm irgendwie, ja, keine Ahnung, nicht weiter möchte. Der will bestimmt, dass ich einen Controller anschließe. Ah, da sind wir. Well, that's it for a fuel. We can acquire more at the construction site. Mhm. Gut, 230 Meter in front of us. Dann gucken wir mal, was es da noch gibt. I'm detecting a sentinel drone up ahead. Is it hostile? Checking. The drone belongs to Nova Outpost and is calibrated to detect unauthorized personnel. However, it seems its alarm function is no longer functioning properly. Let's check it out. Okay, die Drohne scheint also anscheinend nicht im Alarmmodus zu sein da. Mal gucken, ob wir die jetzt catchen können, ohne... Sieht aus wie die Enterprise. Hallo? Sollen wir mal runterschießen? Können wir gar nicht. Okay. Dann. The alarm function appears to have been disabled manually. Okay, die wurde also manuell ausgeschaltet. Oh, kann man dem Ding hier fahren? User login, Derek Byrne. Login done. Message to Lieutenant Abigail Ross. Situation code red. Site 03 under attack. Under fire by troopers in Eclipse uniform. Security drones deactivated. Bla bla bla. Also da hat anscheinend jemand die Drohnen abgeschaltet. Nachdem sie attackiert worden sind. So. Read. Message to Dr. Enrico Cortez. Alpha Team has completed latest survive. Survey of the of the newest ruins uncovered near the construction site. Our findings suggest that these structures also posted the obelisk structures by at least 1000 years. Please see our full report attached. Also die Dinger scheinen wohl schon
über 1000 Jahre alt zu sein. Okay. Gibt's hier noch was? Raus, komm. Aber die Steuerung ist fürchterlich. Bleib mal da hängen. So, diese Drohne scheint... Diese Drohnen scheinen nicht freundlich zu sein. Wow, 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 wow. Irgendwie kommt da keine Kugel an, das ist doch bescheiden. Ganz ehrlich, meine lieben Damen und Herren, mir reicht dieses angespielt. Das scheint sehr, sehr, sehr verbuggt zu sein. Von daher wird es hierzu auch kein weiteres Let's Play geben. Mein Endfazit dazu, rausgeschmissenes Geld, lasst die Finger davon. Ich muss jetzt mal gucken, ob das wirklich Early Access war oder ob das schon fertig war, ich weiß es nicht. Ich dachte, das wäre ein geiles Spiel. Ich habe es gesehen, den Trailer gesehen, fand es ganz cool. Das ist gut gedacht, aber ganz große Kacke. Wenn es Early Access ist, können wir drüber reden. Habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Ich schreibe es nachher mal in die Beschreibung rein. Ich lese das gleich nochmal nach, ob es Early Access ist oder nicht. Und ansonsten, wenn das Early Access ist, dann wartet ab. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer ExitX und ciao, ciao.